Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Grid Autosport Episode. Wir sind wieder zu viert unterwegs, die Griechen Armada auf 1 bis 4. Glaubt man gar nicht bei meiner Leistung hier mit dem Lenkrad, aber es ist wahr. Na, das wird ja besser, ne? Oder es liegt an den Autos. Ja, die sind nicht so schnell, ne? Oder eine Kombination aus allem. Ja, das ist halt auch, ja. Weil die Miglia wird uns alle kaputt machen dann. Wobei Miglia ist nicht so sein Wagen, glaube ich. Eher so, damit bist du ganz flott gewesen, Cinnamon. Ja, aber auch nur durch meinen Trick. Alter, jetzt fährt man doch nicht mal so von der Schnauze weg, Mann. Ich hänge eh schon im Windschatten mit drin. Hui! Hongo dachte sich, Bremsen wird überbewertet. Ja, die Dinger sind ja wie ein Panzer. Ja. Also wiegen so viel und bremsen dementsprechend schlecht. Wobei Panzer bremsen gar nicht mal so schlecht. Die haben, glaube ich, mal, genau, die haben mal irgendwo einen Bremstest gemacht. Porsche 911 gegen Panzer und der Panzer hat ganz, ganz knapp verloren, aber nur ganz, ganz knapp. Ich denke mal, das hängt absolut vom sinnvoller ab. Vergleich, ey. Naja, ich sag mal, der Panzer hat halt durch das Gewicht sehr viel mechanischen Grip. Jawohl, sehr viel höhere Trägheit. Ja, stimmt schon, aber mit diesen Ketten hat er auch sehr viel Auflagefläche auf dem Boden. Ja, und du machst wahrscheinlich den Untergrund kaputt und deswegen krallst du dich dann quasi in dem Untergrund fest, auch wenn es Asphalt ist. Nehme ich mal an. Und du klebst einfach Spikes an deine Karre. Darf man ja inzwischen gar nicht mehr. Früher gab es das noch, ne? Für Eis und so. Da klingelten dann immer die Autos über die Straße und hackten Löcher da rein. Ah ja. Schön den Berg runterfahren. Ich bin ein bisschen Windschatten jetzt. Du bist leider ein bisschen weit weg dafür, glaube ich. Du ein bisschen langsamer fahren, dann krieg ich auch ein bisschen Windschatten. Ja, vor allem die Riesenlücke da. Andy, könnt ihr mal ein bisschen langsamer machen, will auch was vom Windschatten haben. 245, 250. 261, 262. Sterben. Ist ja lächerlich. 270, 273. Cheater. Der Windschatten ist für ohne uns alle Neuland. Cheater. Soll? Wie machst du das? Ich hab meine Abtrieb komplett runter und meine Übersetzung länger. Minus 100 und plus 100. Okay, plus 100 habe ich nicht, daran liegt's wahrscheinlich. Aber gut, dafür bin ich dann besser aus den Kurven raus. Ich habe nur plus 20. Du weißt, wie halt endlich die ganze Meute hinter sich auffällt. Ich glaube, die sind alles Fans, die trauen sich nicht, ihn zu überholen, auf dass er so deprimiert ist, dass er noch mit dem Spiel aufhört. Das glaube ich auch. Ja. Hier ist echt eine schöne, aber bisher ein recht ruhiges Rennen eigentlich. Ich bin genau in der Mitte. Ohne Abtrieb hast du ja keine Schnitte, Alter. Das ist so unglaublich. Ohne Abtrieb wärst du ja noch ein bisschen schneller auf den Geraden. Ich wollte mal den Kongo ausprobieren, aber ich habe mich doch nicht ganz getraut, so spät zu bremsen. Könnt jetzt Wallrider machen, aber das wäre unfair. Boah, kannst du machen von mir aus. Ich könnte einfach nach rechts fahren und dich auflaufen lassen. Auflauf. Lecker mit Estragon. Und Hühnchenfleisch. Ich hoffe lieber immer noch darauf, dass Tempo mal einen Fehler macht. So wie dieses T-Shirt, alles Chlorhühnchen. Uiuiuiui. Freihandelsabkommen for the win. Yay. Politikerverarschung auf einem, Verarschung des Volkes auf einem neuen Level. Weißt du, was das Traurige ist, dass ich in dieser Session nicht einmal gewonnen habe? Na und, Meinheit. Traurig finde ich das nicht. Absolut erbärmlich, ey. Von mir aus schon eher. Weißt du, wie Andy gleich denkt, oh, ich hab jetzt einen Lenkrad. Uiuiuiui. Ich spiel jetzt The Grid und bin gleich sofort erstes Rennen Erster. Auf jeden Fall spielt er mit 10 Sekunden Vorsprung. Ja, das hab ich schon gestern nicht geglaubt. Ah, er spielt jetzt Erster. The Grid. Ja, du bist doch Erster. Ich bist voll verkackt. Aber ich könnte ja. Ich überlege gerade, ob ich gerade ausschießen soll. Nein, das wäre schon sehr mies. Das klemmst dich zu sehr ab, also kannst du den Wagen nicht halten. Ich hätte es auch schon mal probiert. Das meine ich nicht, sondern dich abschießen, weil ich meine, ich komme schon nah genug ran gerade. Oh Master, was machst du da? Gib Gas. Schau für mich. Ich bin ja auch nicht Vollgas gefahren, ich habe gerade gebremst. Ich will dich ja auch nicht abschießen. Och Mann, habe ich schon wieder meinen Sieg verschenkt, ich Idiot. Ja, nee, da komme ich nicht mehr ran. Geht's jetzt hin? Danke. Den 92 glatter da. Ja, dank dir. Du hast meine Zeit noch gerichtet.
Wenn ich Windschatten gehabt hätte, ich hätte euch so nass gemacht. Hey, ich hab mich selber nass gemacht, als ich in die Wand gefahren bin. Dritter, hey. Ja, irgendwie haben die alle dazwischen gekloppt, ey. Magische Zahlenverdopplung. Das krasse ist echt, eine erste Kurve oder zweite Kurve da oben reset und keine Chance mehr ranzukommen. Mhm. Stimmt, du warst dann da mittendrin im Feld, ne? Ne, ich war dahinter. Echt, du warst doch dieser komische Mensch mit diesen komischen, ach ja, Money Grabber mit den Flammen da drauf. Ja, ich war Achter. Achter. Und vorher war ich irgendwann mal Neunter. Nee, doch. Dann hat Bananex, glaube ich, einen Fehler gemacht und dann habe ich ihn überholt. Ich weiß es nicht mehr genau. So wie ich. Hey, Bananex, wir sind Fehlerbros. Aber 1 bis 8 war relativ dicht mit 5 Sekunden Rückstand, finde ich. Ja. Gut, dass wir nicht in eine Polizeikontrolle gefahren sind, so dicht wie wir waren. Was für ein Joke, ey. Ich habe zumindest nicht den Goethe gebracht. Mein Katsching ist übrigens vorbei. War das nochmal? Wer Schmetterlinge singen hört, der weiß, wie Wolken schmecken, ne? Oder wie war das? Hä? Naja, egal. Machen wir Ende hier. Ich kenne nur, egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer. Ja, machen wir hier Ende oder so. Ja, dann bis gleich im nächsten Rennen in hoffentlich Washington. Wahrscheinlich aber nicht. Das ist doch Andys Folge. Ist es auch, aber wenn er meint, mach mal Ende. Ja, weil du hier nicht mal, ne? Mach einfach. Warum nicht Washington? So, zweites Rennen. Noob. Mit dem Zonda. Agira. Das wird schon ziemlich krass hier. Agira. Ich liebe die Karre. Ich würde erstmal sagen, drei Ageras gehen am Start weg vom Andy. Tschüss, Andy. Wir sehen uns dann. Oh, scheiße. Ach, du Bremskraftverteilung komplett Front macht ihn ganz schön rutschig auf der Hinterachse. Hey. Ja, ja. Von rechts natürlich, aus von Pausen. Ich hab nicht gerammt, ich wurde gerammt. Nein, überhaupt. Ich wurde gerammt. Ich schwöre. Der Kran fährt sich so geil, ey. Der Kran fährt sich so episch. Jeder, der das Spiel hat, kauft euch diese Kiste. Außerdem ist es die günstigste Hypercar-Kiste außer dem DLC-Wagen, aber der ist scheiße. Tut mir einen Gefallen, lass mich wenigstens einmal am ersten Platz schnuppern. Ich vermisse den Platz so sehr. Warte, nicht in dem Rennen. Mit dem Agera will ich gewinnen. Ich mag den so gerne. Weißt du, mal kurz dran kriechen. Oh. Kurz dran kriechen. Ja, warum denn so lange? Wie dieser Karren aus den Kurven rauszieht, ey. Mega nice. Aber wie früh man damit bremst. Oh, ja, ramm mich, ey. Du hast mich auch gerammt. Ja, das war doch nicht mit Absicht. Ja, ja. Da ist dann der kleine, feine Unterschied. Bei Andy ist es entweder merkt Andy es nicht oder es war nicht mit Absicht. Nein, er wurde vorhin geschubst. Das habe ich ja mitgekriegt. Ich habe es ja kurz vorher knallen hören, bevor es bei mir geknallt hat. Ich meine, ich wäre vielleicht trotzdem in euch reingeballert, aber das wäre nicht so krass gewesen. Ich hätte mich nur angelehnt. Nur kuscheln. Uiuiui, die Kurve geht nicht voll. Richtig, also wie immer. So, wie viel schafft die Kiste hier? Keine 400. Schade. Ja, stimmt, der ist nicht mal auf 300. Ah ja, doch. Ah, 300 schaffe ich sogar vom Ziel. Ja, ich doch auch. So, ich schau mal. Wenn ich bremse, habe ich 340 drauf. Ja, irgendwie sowas hätte ich wahrscheinlich auch. Alter, 150 reicht ja mal gar nicht mit Bremsen. Oh, sorry, Akira. Oh, wer rechnet damit, dass er da so abbremst? Oh, die Kiste lässt sich so nice driften, ey. Deshalb mache ich bei dem die Bremskraftverteilung immer komplett nach vorne. Damit ist man zwar langsam, aber dafür kann man den Karren dann richtig geil so in die Kurven reinschmeißen. Komm, Andy. Tschüss. Mit Handbremse fährt er sich auch recht nett. Bananex ist Zweiter, was macht der denn da? Tschüss! Ah, okay, jetzt krieg ich übelst lange abkürzen. Ja, jetzt darf ich wieder fahren, sehr geil. Oh yeah. Komm schon, bitte danach noch ein Agera rennen, ich brauch das jetzt. Das ist auf jeden Fall witzig auf dieser Strecke. Letztes Mal gab's nur ein Hypercar-Rennen und dann war wieder was anderes. Oh Gott, viel zu spät gebremst. Ja, ich gerade auch. Bananex, lass mich vorbei. Dankeschön. Mit Handbremse geht der Wagen echt besser um die Kurven. Kann ich euch nur empfehlen. Oh, fuck, Alter, wie ich hier am Rumtanzen bin, ey. Ich versuche mal die letzte Kurve durchzudriften. Drückt mir die Daumen. Hast ja genügend Abstand. Ja, mit Handbremse, ja, hätte man besser machen können. Ich gebe es ja zu. Ich habe mich nicht so getraut. Aber hätte man besser machen. In Würth 2 war ja die Kurve mit dem Agera richtig übel.
Da bist du aber auch mit 420 Sachen reingeknallt. Ja, aber trotzdem war die ziemlich übel. Ich greife schon mal vor, ich greife schon mal bei 200 jetzt. Also ich mit Windschatten nicht an den Agera rankommen, ne? Das ist ja so lächerlich. Ja, ist so. Aber du bleibst zumindest einigermaßen dran. Mit Windschatten. Boah, dieser Wagen, ey. Ja, der macht richtig Fun auf der Strecke, muss ich sagen. Der macht so Spaß, einfach nur. Weil auf den Geraden kannst du so wieder so viel gut machen teilweise. Mhm. Ich drifte, ich versuche hier gerade irgendwie jede Kurve zu driften. Funktioniert echt gut mit der Kiste. Ab dem dritten Gang zieht der es richtig an, finde ich. Da geht der richtig steil. Ja, vorher, da muss der die ganze Zeit schalten. Ja, der driftet echt schön. Mit dem kann man wirklich ein Drift-Event fahren, jetzt ohne. Ja, komm, ohne jetzt mit 1000 PS wundert mich das nicht. Ja, aber der ist auch noch kontrollierbar beim Driften irgendwie. Okay, da habe ich zu viel Handbremse gezogen. Das war's mit kontrollierbar beim. Ah, okay, eine Sekunde lang Handbremse ziehen ohne Pause sollte man nicht. Ich finde gut, dass ihr so viel sabbelt, dann kann ich selber fahren in Ruhe. Ohne was sagen zu müssen? Ja. Boah, driften. Oh, du kommst nah ran, wenn ich so viel drifte, ne? Naja, ich will mal wissen, wie der mit Windschatten gleich steil geht nochmal. Ich versuche nochmal die letzte Kurve zu driften. Könnte sein, dass ich dir jetzt den Sieg schenke. Oh Mann, ey. Wow. Aber hätte man immer noch besser machen können. Aber ich glaube, im Driften hätte es schon ganz gut Punkte gegeben. Nicht unbedingt für den Winkel, aber die ja, Drift ist. Ja, wäre ja auch nur Siebter. Alter. Was ist das für ein Scheiß, ey. Boah, ey, diese Kiste. Mann. Dabei, und das mit deinem Lieblingswagen oder einem deiner Lieblingswagen? Nee, ist mein Lieblingswagen. Ey, Mann, ich war so nah am dritten Platz. Weil der Schalke-Bub ist wahrscheinlich und auf der scheiß Bananex fickt mich einfach weg. Echt? Kriegt der ein Vote? Keine Ahnung. Ja, ist da ein bisschen übermütig reingegangen. Dann hattest du halt das Pech, dich da sofort wegzudrehen. Aber wenn er nicht absichtlich wegrammt, ich meine, sowas. Also, ich glaube nicht, dass es absichtlich aber war. Aber es passiert halt. Er war einfach zu gierig, ey. Hm. Kennen wir ja aber von uns allen irgendwie. Ja. Aber diesmal sind die Flaggen normal, nicht so verkrüppelt wie sonst immer. Egal welche Strecke jetzt kommt, ich fahre den Agera. Und wenn's Okutama ist oder was ist die kurvigste, engste Strecke, diese komische Hügelkurs in Washington. Paris. Aber da gibt's zumindest noch ein paar Grad. Paris. Ja, das wäre jetzt Paris. Geil. Wenn San Francisco kommt, dann müssen wir das alle voten. Ich wäre ja jetzt für Indianapolis oder Autosport Raceway Rundkurs. Aber da würde Andy mit seinem Driften, das ist ja sein mal Problem. Ganz nice. Ich will mal für Driften, ja? Aber erstmal doch die Karre noch einmal, dann können wir von mir aus driften. So, letztes Rennen, Spa. Wieder mit den Hypercars. Ich bin etwas froh, dass die Session vorbei ist. Oder gleich zumindest vorbei ist. Weil irgendwie ist es demütigend. Die anderen können es nicht verstehen, aber es ist einfach so. Dabei macht es gerade so viel Spaß. Der gelbe Diffusor hebt sich auch ganz gut ab. Kongo, deiner müsste lila sein, oder? Ja. Das ist scheiße. Oh, Agiras, so ein bisschen Alter. Schlecht zu sehen. Meins sieht man ganz gut. Oh, guck mal, wie wir schon absetzen. Ja, das ist verarscht, Alter. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Oder? Ich will jetzt mal gerade. Kann ich gerade ausheizen? Ich will gerade ausheizen. Wartet. Okay. Verdammt. Aber das bremst einen ganz gut. Da fliegt einer. Also viel habe ich dadurch nicht verloren. Das war der Schalke. Wow, sorry. Das ist zum zweiten Mal, Mann, ich fick dich gleich aus der Kurve raus. Was, willst du vorbei? Egal, ich drifte jetzt. Boah, der driftet so schön, der Wagen. Handbremse und driften. Oh, lol, zu viel gegengelenkt. Tschüss. Lass mal ein Drift-Event draus machen. Die nächste Kurve, oh, die nächste Kurve. Ich probier's mal. Oh, ja, ja. Ah, meiner war noch stärker, aber nicht so schön durchgezogen. Ich habe zu viel Handbremse benutzt. Aber ich fahr mal nicht so schnell. Wartet auf schon wieder, ey. Langsam wird's. Du brauchst gleich mal Handbremse, wenn du einfach bloß im dritten Gang draufflatschst. Mit Handbremse ist es aber schöner. Kommt der schon noch richtig ganz mit dem Heck. Wartet auf den Virus, Mann. Oh ja, da war wieder zu viel Handbremse. Ja, der driftet, mit dem kannst du wirklich jede Kurve driften. Aber wenn du jede Kurve driftest, dann fährt dir dieser Cinnamon da vorne einfach davon. Mal sehen, ob man die Kurve jetzt gleich da driften kann. Müsste eigentlich gehen, oder? Vollgas, jawohl. Ja, komm, na, nicht wirklich, ich hätte weiter durchziehen müssen. Ich bremse jetzt schon mal. Klar geht das Vollgas, ihn nutzt. Oh, sorry. Da war so ein gelbes Hindernis vor mir. Stimmt, das hat nämlich am Bremspunkt gebremst. Ja, das wärst aber, glaube ich, zu langsam gewesen. Ja, aber ich bin den Wagen noch nie gefahren hier, deshalb. Ach so. Ja. Du hast höchstwahrscheinlich recht.
So, jetzt möchte ich aber die 400 sehen an der Ende der Geraden. Mann. Funko aber auch gut am Rumrutschen. Ich hab dir mal nachgemacht. Also der Gera zieht den P1 gut ab auf der Gerade. Tschüss, Akira. Tut mir ja leid für dich, aber... Ah, die 400 wird's wieder nicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Boah, ja, abschürzen, Alter. Ja, deshalb bin ich kurz vom Gas gegangen in der Rouge. Ich auch. Ich bin auch 344 ohne Windschatten. Und dann bei 150 Bremsen. Ja, toll, da habe ich jetzt eine extra längere Übersetzung gemacht und konnte nichts mit anfangen, ey. Oh, Freeze, Mann. Ah, hast du dir verdient? Nein, okay. Jetzt ist echt der Wurm drin. Ja. Trifft, 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 trifft. Durchziehen, 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 durchziehen. Leider wird der Agera in diesem Spiel nicht mit Bremsen ausgeliefert. Aber dafür mit Drift-Pack. Drift-Tuning. So gut wie der hier durch die Kurven slidet. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Driften eigentlich, weil ich habe das Fahrwerk relativ hart eingestellt. Ich mache das ja absichtlich. Und wenn du es absichtlich machst, geht es sehr gut. Ich habe mein Fahrwerk auch Standard, meine Bremskopfverstellung komplett nach vorne. Übersetzung, der Rest ist, glaube ich, alles normal. Außer Bremskopfverteilung. Dann noch die Handbremse mal kurz rein. Jetzt driftet er wieder nicht so gescheit, doch jetzt wieder. Ich finde, er ist am kontrollierbarsten von allen K-Fahrzeugen im ganzen Spiel zu driften. Also wenn alles optimal läuft, kann ich Driller werden. Ja, wenn ich mich noch wegdrifte, ne? Oh, Hans Dampf ist zum Zenbo. Ja, der fährt gut, wenn man da einfach... Wenn man sich da nicht konzentriert, dann zieht der auch gut, gerne mal weg. Ui, ach fuck. Schöne Pirouette. Ja, ich wollte halt driften. Lass mich. Da ist Schalke gut. Dich haben wir heute auch noch nicht gesehen. Hallöchen. Nein. Ach verdammt. Haben wir noch Aerodance. Ah, auch mit Agera. So, mal testen, ob das irgendwie funktionieren kann. Ich bin Fünfter geworden, Alter. Verdammt. Total Schaden anscheinend. Treppchen! Konko hat heute richtig Spaß, wa? Ja, das war richtig lustig heute. Nach zwei Wochen kann das Spiel auch Spaß machen. So ein Donut-Monster ist der Wagen nicht. Hier gibt es jetzt auch keine Stelle mehr, wo man sich gut überschlagen kann, ne? Ah, vielleicht hier nochmal. Nee, hat nicht funktioniert. Schade, schade, schade. Aber das Gedrifte war schön. Ach, man muss auch einfach mal nicht unbedingt so schnell wie möglich fahren, sondern so Drift wie möglich. Ja, hier kriegt man die ganzen Geschwindigkeitsziele alle irgendwie. Bei dem Speed, den die Kiste da vorlädt. Ja, damit war's das mit der heutigen 4. Folge. Wir bedanken uns natürlich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich denke mal, bei Konko gibt's jede Menge Action. Bei mir, jede Menge Lenkradbewegung. wie gesagt, wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Jo, reinhauen. Ciao, ciao.